Kapitel 49 Epsilons Erschaffer. Der nächste Vormittag war angebrochen. Nach den großen Ereignissen des Vortages war Team Polana Vatra nun wieder in Crowning versammelt, den Blick auf ihre nächsten Gegner gerichtet. Und diese Saison sollte offensichtlich mit einem Knaller für die Neueinsteiger starten, die bereits am ersten Tag gegen die Zweitplatzierten der vorletzten Saison antraten. Noch in der vorigen Nacht hatte die letzte Saison geendet und wieder einmal hatten Team Nordica ihren Titel verteidigen können. Und nun begann die Saison, in welcher Aurora sicherstellen wollte, dass Elementaras Team den Titel nicht erneut halten würden. Auroras Team, Team Polana Vatra, wirkte bereit wie selten zuvor für diese Aufgabe. Zwar saßen die Ereignisse des letzten Tages noch tief, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Doch sie würden niemanden von ihnen stoppen, eher im Gegenteil. Gerade Polana Vatras neuestes Mitglied war entschlossen zu beweisen, dass er im richtigen Team erst wahrlich sein Potenzial entfalten könnte. Und in diesem ersten Duell wollte Seraora dies beweisen. Nach einer recht kurzen Sitzung des gesamten vorigen Teams wurde er nahezu einstimmig aufgenommen. 4 Stimmen dafür, 1 Enthaltung. Somit war es nur noch eine Frage der Formalitäten, den neuen Kämpfer einzutragen. Den ganzen Tag fanden in der Arena bereits Kämpfer statt. Inzwischen rückte das Duell von Polana Vatra gegen Team Aralsa immer näher. Nur 2 weitere Duelle fehlten noch, von denen das erste bereits voll im Gange war. Doch so sehr Aurora auch gespannt auf diesen Beginn war, alleine bei der Vorstellung ihrer Gegner kochte ihr das Blut in den Adern. Erst am Vortag hatte sie die Geschichte Epsilons erfahren. Und mehrfach kam dort ein Name vor. Olanga. Olanga Alpha. Er war letztlich derjenige, der die Entstehung der heutigen Epsilon herbeigeführt hatte. Im Prinzip war er ein Urheber des jahrelangen Unheils über Berele und der gesamten Welt und dieses Pokémon war der Anführer des Teams, welches sie heute bekämpfen sollten, in einem normalen Sportkampf. Auch der Rest des Teams wusste zu diesem Zeitpunkt über die Rolle ihres Gegners Bescheid. Doch sie zeigten keine Sorge, was nicht unbedingt bedeuten musste, dass sie keine in sich trugen. Und doch gab es keinen Weg daran vorbei. Und das selbst vor dem Duell an sich nicht. Denn als das Team gerade versammelt im Eingangsbereich stand und wartete, nebenbei das derzeitige Duell auf einem Bildschirm mitverfolgend, bemerkte Marshadow, wie ein großes, grün-schwarzes Wesen sich ihnen annäherte. Ihr 6, wer von euch ist der Leiter? Aurora und Kel traten beide nach einem kurzen Blickkontakt nach vorne. Beide von uns. Ihr seid Team Polana Vatra, das weiß ich. Richtig, und du bist wer? Zwar hatte Aurora bereits eine sehr genaue Idee, mit wem sie es hier zu tun hatte, aber Vorsicht war besser als Nachsicht. Ich bin Olanga Alpha, Anführer der aralsischen Krieger. Euer Pack wird heute gegen meine Krieger antreten, richtig? Ein einziger Gedanke ging Kel durch den Kopf. Genauso ein Ekelpaket, wie man ihn sich vorstellen würde. Ja, und weiter. Ein langer, dünner Arm streckte einen Finger genau auf Kel zu. Du hast etwas, was meinem Stamm gehören soll. Dieser Helm. Der Helm der Plot Armor. Diesen abzugeben stand völlig außer Frage. Nein, wenn's das dann war, dann geh wieder. Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast, Schoßhund. Aber gut, irgendwie hast du recht. Ohne eine Gegenleistung gibt ein Krieger nichts her. Also will ich wetten. Der metergroße Anführer zog eine seltsam gebogene Platte mit Schnüren daran hervor. Dies ist ein Artefakt meines Stammes. Dieser Helm und es sind sich ähnlich. Deswegen brauche ich diesen Helm und ich bin bereit zu wetten. Der Sieger des Duells unserer Teams bekommt das Stück des Verlierers. Aurora wollte bereits ablehnen, doch
Kell antwortete schneller. Deal. Der Verlierer gibt sein Artefakt ab oder verliert all seine Kriegerehre. Ein herablassendes Lachen schallte durch den Saal. Zumindest den Kampfgeist hast du, Schoßhund. Nun gut, die Wette gilt. Bald wird der Helm auch meinem Stamm gehören, wie es sein muss. Mit diesen Worten schwand der Stammesführer und ließ Aurora sprachlos zurück. Ihr Blick fiel auf Kell, ohne Verständnis für dessen Taten. Kell, was? Bist du wahnsinnig geworden? Wenn du den Helm verlierst, dann werden wir die Plattarmonie komplettieren können. Du kannst ihn doch nicht aufs Spiel setzen für so ein Stück. Mashedo vervollständigte ihren Satz und beantwortete damit auch all ihre Fragen. Der Plot-Armor. Die Artefakte sind sich wahrlich ähnlich. Was Olanga dort besitzt, ist die Rückenplatte der Plot-Armor. Deswegen musste Kell die Wette eingehen. Täte es nicht, so wäre die Plot-Armor ebenfalls verloren. Außerdem, Kell wirkte sehr selbstzufrieden. Wenn wir verlieren, dann verliere ich den Helm oder meine Kriegerehre, so ist es abgemacht. Und was interessiert mich meine Kriegerehre? Ich habe ja ohnehin kein Selbstwertgefühl. Etwas Ernsthaftigkeit kehrte zurück in seine Stimme. Trotzdem, wenn wir verlieren, er wird uns keine zweite Chance geben, die Rückenplatte zu gewinnen. Wir müssen uns also anstrengen. Genervt stöhnte Aurora. Als ob wir nicht schon genug Druck in diesem Kampf hätten. Und dann auch noch die Entscheidung, wer wann antritt. Sieh es so, Aurora, versuchte Mashedo zu ermutigen. Nimm Olanga. Sind nur zwei Unlicht-Sorak Teil seines Teams, das heißt, es gibt wenig Varianz. Und trotzdem viel Kraft! Ansonsten wären sie mit dieser Aufstellung nicht in den Top 10 der gesamten besten Teams des Kontinents! Seraora war der Erste, der wahren Optimismus zeigte. Wenn auch weniger aus Überzeugung als aus Hass. Nicht mehr lange schimpft sich dieser Haufen eines der besten Teams. Wenn wir mit denen fertig sind, dann werden sie bereuen, was sie alles getan haben. Und diese Plattarme holen wir uns gleich dazu. Rund eine halbe Stunde verging. Team Polana Watra fand sich im selben großen Raum wie auch im Relegationsduell wieder. Das Ergebnis durfte gerne auch wieder ein ähnliches werden. Jedoch beteten alle, dass die Ereignisse etwas ruhiger und vorhersehbarer wären. In Erinnerung an diesen doch erst vor kurzem vergangenen Tag blickte Kell an sich hinab, wo seine Kratzer, die Dakra ihm zugefügt hatte, immer noch deutlich zu erkennen waren. Nur ein Duell, maximal drei Runden. Die kürzestmögliche Duellform und eine 50-50-Frage. Niemand glaubte daran, dass Olanga seine Sorak beide Kämpfe übernehmen ließe. Selbst wenn in Runde 1 eines seiner Sorak antreten würde, würde er entweder das Duell zurückholen oder besiegeln wollen. Nur war die Frage, trat er jetzt ins Feld oder in Runde 2? Und selbst wenn sie es wussten, wer wäre effektiv gegen wen? Gegen Olanga gab es vor allem zwei effektive Wahlen. Seraora, der durch Zorn und Metallklaue angetrieben wurde, oder Aurora, die Fee und Unlicht gut vertrug und mit Metallstrahl eine absolute Geheimwaffe hatte. Gegen die Sora konnte eigentlich jeder neutral ankommen, außer Aurora, die im Vorteil war. Seraora, dem durch einige Kampfangriffe dasselbe zufiel, und Mashedo, der effektiv traf. Jedoch bestand eine größere Gefahr darin, ihn zu senden, da er gegen Olanga selbst definitiv den Kürzeren ziehen würde. Somit war es jetzt bereits recht klar. Aurora und Seraora würden in den Kampf ziehen, lediglich die Reihenfolge stand in den Sternen und lief letztlich auf pures Raten hinaus. In der Hoffnung, dass Aurora auf Olanga traf, trat sie so zuerst ins Feld. Und wie so oft gingen ihre Wünsche nicht in Erfüllung. Zumindest sollte ein Sorok ihr nicht allzu viel entgegensetzen können, so dachte sie. Runde 1 begann. Gegen ein reines Unlicht-Pokémon wie Sorok wollte das Volnona schlicht Mondgewalt laden und nutzen, sobald die Zeit reif war, da dieser Angriff mehr bringen würde als die meisten anderen zusammen. Um dies noch einfacher hinzubekommen, wollte sie sich defensiv absichern. Dieses Duell sollte ein erster Test für ihre neue Technik werden. Eine Technik, die sehr auf der Magie ihrer Spezies basierte und dementsprechend recht fortgeschritten war. Jedoch dürfte sich eine Plotkriegerin der Königsliga noch dazu.
nicht vor fortgeschrittenen Strategien zurückschrecken. Sofort einen Angriff des Gegners erwartend und auch erwischend, sprang sie in die Luft und nutzte den Kopf ihres überraschten Gegners als Sprungbrett, um in der Luft genügend Zeit zu finden, um Hagel in den Ring stürzen zu lassen. Dieser störte einerseits ihren Gegner, gab ihr aber auch die Möglichkeit, einen Aurora-Schleier zu erschaffen. Eine Art magische Barriere aus dem Hagel, welche jeden Angriff schwächte, der sie drohte zu treffen. Zwar musste sie erst Hagel aufs Feld bringen und anschließend ihr Schild erschaffen, doch wenn es soweit kam, dann zahlte es sich für Aurora enorm aus. Da ihre größte Schwäche eine eher bedürftige Defensivkraft war, welche hiervon komplett negiert wurde. Ein weiteres Problem blieb jedoch auch. Viele von Auroras starken Angriffen waren eher träge durchzuführen und das Unlicht Zoroark war alles andere als langsam. Deswegen dehnte sich der Kampf auch ziemlich. Für längere Zeit erzielte Aurora kaum Treffer, während Zoroark beinahe nichts mit den seinigen ausrichtete. Doch letztlich endete Runde 1 in einem Sieg für Team Polana-Vatra, als nach Minuten endlich eine Antäuschung eines Hiebes Zoroark perfekt platzierte, damit Mondgewalt ihr Ziel traf. Somit müsste Seraora nur noch sein Duell gewinnen und der schicksalhafte Kampf wäre entschieden. Doch sein Gegner sollte kein einfacher werden. Wie bereits vorherzusehen, trat der kriegerische Anführer Olanga Alpha selber auf den Plan. Sein Ziel? Der Sieg und die Verteidigung seines Artefaktes. Seraora hingegen wurde von völlig anderen Dingen getrieben. Allen voran Rache. Du stehst hier, als könntest du dir alles erlauben, Olanga. Weißt du denn überhaupt, was du alles angerichtet hast? Aurora blickte das Gespräch vor dem Duell über den Bildschirm an und verstand schnell, was Seraora vorhatte. Im Moment wussten nur die Eingeweihtesten über die Wahrheit Epsilons und die Herkunft der Plotkaiserin Bescheid. Egal wie dieser Kampf ausgehen sollte, der Krieger sollte nicht mit einem guten Ruf von diesem Feld abtreten. Was ich angerichtet habe. Ich führe einen Stamm nach der Tradition meiner Vorfahren. Ist das etwa zu strafen, Minderling? Diese Traditionen sind der Grund für das Übel unserer gesamten Welt. Du bist schuld daran, dass ich heute hier stehe und nicht als Teil meines eigenen Teams kämpfe. Du bist schuld daran, dass Epsilon ist, wie sie ist. Ist dir das überhaupt bewusst? Kurz zögerte Olanga. Anscheinend war ihm dieser Fakt nicht sonderlich bewusst gewesen. Auch der Jubel der Zuschauer hatte sich gelegt. Nun, es erklärt vieles. Und doch war es nicht meine Entscheidung, was Epsilon tut, nicht. Mein Stamm mag sie zur Stärke geleitet haben. Dass sie diese Stärke missbraucht hingegen, das ist ihre Schuld. Nein, du und dein verdammtes Pack haben sie zu Wahn und Hass geleitet, nicht zu Stärke. Durch euch ist sie eine Tyrannin geworden, die ausrotten wird, was sie formte. Wenn es nicht Pokémon wie Aurora gäbe, die Epsilon die Stirn bieten, dann wirst du deine Fehler am eigenen Leibe spüren. All die Ansprachen und die Botschaft dahinter sollte jedoch ins Leere verlaufen. Von Besserung war keine Spur zu sehen. Versuchst du mich zum Reuen zu bringen? Eine Epsilon könnte niemals einen Alpha schlagen. Wenn sie sich mir je zeigt, dann wird sie spüren, wohin sie gehört. An den Boden, wo all die Minderen kriechen. Und du bald mit ihnen. Mit dieser letzten Ansage begann das Duell. Genügend Worte waren gefallen. Zu wenige von ihnen hatten gewirkt. Und Seraora kämpfte mit all der Kraft und vor allem der Geschwindigkeit, die er hatte. Jedoch wussten alle, Olanga würde seiner Position alle Ehre machen wollen. Er war der Grund, aus welchem sein Team zu den Besten gehörte. Und er wusste, wie er gegen verschiedenste Kämpfer antreten müsste. Doch Seraoras Stil, Geschwindigkeit und Offensive in einer gefährlichen Kombination schienen den Großgewachsenen etwas aus dem Konzept zu bringen. Was jedoch keiner Niederlage gleichgesetzt war. Bis zu einem schicksalhaften Moment. Ein heller Lichtblitz erfüllte die Arena. Ein Plothole mitten in einer Schlacht der Königsliga. Und im selben Moment schlug ein echter Blitz ein, mitten aus dem blauen Himmel, als das Produkt des Plotholes. Unerwartet wie dieser war,
gab es für Olanga keine Zeit zur Reaktion. Und dieses Plothole beendete seine Hoffnungen endgültig. Der Kriegeranführer stürzte aus dem Ring, geschlagen von einer höheren Kraft, nicht von seinem Feind. Die Schlacht ist zu Ende. Elementaras Stimme dröhnte aus den Lautsprechern. Die Sieger sind... Stopp! Seraoras Stimme schallte noch lauter als die Elementaras. Alle Geräusche verstummten wieder, im Zuschauerraum als auch in der Kammer der Teams. Ich weigere mich, einen Sieg durch ein Plothole zu akzeptieren. Elementara, ich fordere eine Wiederholung.